Rock im Park, der zweite Tag. Jetzt sind zwei Schwestern bei mir. Wie gefällt es euch denn? Also an sich, die Musik ist toll, das ist schon cool, endlich wieder Festival zu erleben. Ne? Du hörst, meine Stimme ist schon etwas angeraunzt, weil ich die ganze Zeit mitsinge und das tut unheimlich gut, wieder so zusammen zu sein. Von der Organisation her muss ich sagen, ich bin ansonsten eine Wackengängerin, ich gehe gerne nach Wacken und da ist ein bisschen besser organisiert aus meiner Sicht. Vielleicht hat das mit dem Gelände zu tun, aber diese Nadelöhre, die geschaffen werden bei den Einlässen und Ausgängen, das ist schon, also ich sag wie es ist, nervig. Also gut, da haben wir noch einen Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr. Na, wie gefällt es euch hier? Sehr gut. Und was sagen die Securities? Geile Leute, geile Stimmung. Und seid ihr zufrieden mit dem Publikum? Ja, auf jeden Fall. Sehr finde ich. Alles okay. Es ist Zeit geworden nach 2,5 Jahren Corona, dass die Leute wieder raus dürfen und dass Spaß am Leben haben. Ja, so habe ich es öfters jetzt schon gehört. Alles klar. Also, weiter geht's. Und wo kommst du her? Nee, Stuttgart. Und schon öfters hier gewesen bei Rock im Park? Seit 2018, dann Corona-bedingt leider nicht mehr. Deswegen freuen wir uns umso mehr, heute oder dieses Jahr wieder hier zu sein. Seid ihr mit der Clique hier oder einige Freunde? Oder? Ja, eigentlich mit der Clique, 8 Leute, aber jetzt mittlerweile sind wir wirklich 20, 25 am Campingplatz. Also wirklich, das ist halt eine Connection, da freuen wir uns an und jetzt sitzen wir alle zusammen. Jetzt sind wir alle zusammen hier, deswegen mega cool. Ihr campt hier wahrscheinlich? Ja. Normales Camping und seit Donnerstag da, um 1 Uhr losgefahren, von Stuttgart aus,